Herzlich willkommen bei Theater Perpetuum. Bitte schalten Sie Ihre Mobiltelefone aus und beachten Sie die Lage der Notausgänge links vorne und rechts hinten. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Heute ist angeblich der 7. Juli 1930. Ich sitze im Café Altruth in London. Ich werde heute sterben. Ich will nicht sterben, das kann nicht sein, das ist unmöglich, denn glauben Sie mir. Sie müssen mir glauben. Das ist meine Geschichte. Als er die letzten Jahre in Sussex beim Bienenzüchten verbracht hat. Aber kaum ist er wieder hier, sieht's hier aus, als hätte ein Automobilrennen stattgefunden. Hat eines stattgefunden. Aber wahrscheinlich hat er nur wieder einmal versucht, das Haus endgültig in die Luft zu sprengen. Wenn ich diesen vermaledeiten chemischen Experimenten nicht bald einen Riegel vorschiebe. Ich muss mit ihm sprechen. So wie ich ihn sehe. Mrs. Hudson, Sie sind immer wieder ein Fest für Auge und Ohr. Ihr alles überragender Charme wird nur von Ihrer beispielgebenden Rücksichtnahme übertroffen. Mr. Holmes! Ja, ja. Ihnen auch einen guten Morgen, Mrs. Hudson. Mr. Holmes, es ist Mittag. Jeder anständige Mensch hat bereits gefrühstückt und geht seinem Tagwerk nach. Ja, ja, ich weiß. Außer Tagediebe, Spieler, Raubmörder und anderes Gelichter. Irgendjemanden ausgelassen? Ach ja, Schauspieler nicht zu vergessen. Ach, lassen wir das doch, Mr. Holmes. Sehen Sie auch, was ich hier sehe? Meine Wohnung. Die Sie über all die Jahre wunderbar gewartet haben. Mein Dank wird Ihnen noch in Äonen gewiss sein. Aber ich will gar nicht nach Übersee. Eine Redensart, weiter nichts. Geboren aus tief empfundener Dankbarkeit. Und dann dieser Qualm, dieser bestialische Gestank. In aller Bescheidenheit Sie übertreiben, Mrs. Hudson. Was ist das eigentlich für ein abscheuliches Kraut, das Sie da rauchen? Dieses Kraut, wie Sie es nennen, Mrs. Hudson, ist Teil einer Forschungsreihe, der ich höchste Priorität eingeräumt habe. Und würden Sie Ihrer armen alten Vermieterin vielleicht erklären, was Sie da zu erforschen gedenken? Nun, die Auswirkungen von Opium auf den menschlichen Geist.
Und zwar nicht auf einen x-beliebigen, sondern auf einen ganz besonderen, wenn ich das mal so sagen darf. Eine Opiumhöhle? Ist es das, was Sie aus meiner anständigen Wohnung in der Baker Street 221b gemacht haben? Einen Ort? Ich darf Sie beruhigen, meine liebe Mrs. Hudson. Als Höhle würde ich Ihre Wohnung niemals bezeichnen. Zudem sollten Sie nun häufig in Ihre Küche zurückkehren und sich um Ihre Kohlsprossen kümmern. Und in etwa 2 Minuten werden Sie zusätzlich Rührei mit Schinken zubereiten. Wie? Aber woher wollen Sie das mit dem Rührei? Ihre angebrannten Kohlsprossen, da ist man bis hierher. Und in mein Frühstücksrührei, da bin ich eben hineingetreten. Wenn Sie also so gut wären, Mrs. Hudson. Kommen Sie rein, Watson. Ich freue mich, Sie zu sehen, Holmes. Ich frage auch nicht, wieso Sie wissen, dass ich es bin, der vor der Tür steht. Watson, Watson, ich freue mich ebenso. Und um Ihre nicht ausgesprochene Frage zu beantworten, Ihr Schritt hat sich über all die Jahre kaum verändert. Er ist vielleicht ein wenig behäbiger geworden, was möglicherweise daran liegt, dass Sie etwa 7,5 Pfund seit unserem letzten Treffen zugelegt haben. Sie! Sie! So? Und ich dachte, es wären mehr. Nun, das ruhige Leben der letzten Zeit dürfte Ihnen durchaus zuträglich sein. Und um nun Ihre zweite nicht ausgesprochene Frage zu beantworten, der von Ihnen wohl beanstandende Geruch stammt von einem kleinen Experiment, das ich seit längerem durchführe. Mit höchst erquicklichen Resultaten. Aber Sie freuen doch nicht wieder Ihrem Laster, Holmes. Aber nein, das Kokain gehört der Vergangenheit an, das kann ich Ihnen versichern, mein lieber Watson. Genauso wie ich dem Violinspiel schon seit geraumer Zeit abholt bin. Aber der Geruch, Holmes, dieser Geruch. Wie ich sehe, praktizieren Sie wieder. Sie hatten mir gar nicht gesagt, dass Sie das Zaumzeug wieder anzulegen gedachten. Woher wissen Sie es dann? Ich sehe es, ich folge es. Woher weiß ich wohl, dass Sie vor kurzem sehr nass geworden sind und mit einem äußerst achtlosen Dienstmädchen geschlagen sind? Mein lieber Holmes, wenn Sie ein paar Jahrhunderte früher gelebt hätten, dann wären Sie mit Sicherheit auf dem Scheiterhaufen gelandet. Ja, es stimmt. Es stimmt, dass ich vorgestern einen Spaziergang auf dem Land unternommen habe und fürchterlich doch leicht zu Hause angelangt bin, aber da ich mich inzwischen umgezogen habe, kann ich mir nicht vorstellen, wie Sie das folgern. Was Chamaria geht, ist unverbesserlich und ich werde ihr wohl noch dieser Tage kündigen, aber auch hier verstehe ich nicht, wie Sie darauf kommen. Nichts einfacher als das. Meine Augen verraten mir, dass das Leder an der Innenseite Ihres linken Schuhs 6 beinahe parallele Kratzer aufweist. Offensichtlich wurden Sie von jemandem verursacht, der mit sehr wenig Sorgfalt verkrusteten Schmutz von den Kanten der Sohle gekratzt hat. Daher meine doppelte Folgerung, dass Sie bei scheußlichem Wetter unterwegs gewesen waren und mit einem äußerst unnötigen Mitglied des Londoner domestiken Standes geschlagen sind. Was Ihre Praxis betrifft, mein Lieber, wenn ein Gentleman meine Räumlichkeiten betritt, der nach Jodoform riecht, einen schwarzen Silbernitratfleck am rechten Zeigefinger hat, sowie ein Beule auf der rechten Seite seines Hutes, wo er sein Stethoskop verstaut hat, da müsste ich wohl geistesschwach sein, wenn ich nicht zu einem tätigen Mitglied des medizinischen Berufsstandes zählte. Wenn ich höre, wie Sie alles begründen, kommt mir das Ganze immer so lächerlich simpel vor, als hätte ich es leicht selbst tun können. Aber bei jeder neuen Kombination von Ihnen bin ich aufs Neue verblüfft, bis Sie Ihren Gedankengang erläutern. Was Ihnen zweifellos großes Vergnügen bereitet. Und doch glaube ich, dass meine Augen genauso gut wie Ihre sind. Da haben Sie sicher recht. Nur, Sie sehen, aber Sie beobachten nicht. Das ist der große Unterschied, der im Laufe der Jahre leider nur sehr unmerklich geschrumpft ist. Zum Beispiel haben Sie doch häufig die Treppe gesehen, die vom Hausflur herauf zu diesem Zimmer führt. Häufig? Wie oft? Ein paar hundert Mal. Wie viele Stufen hat sie? Wie viele das... Das weiß ich nicht. Ganz genau. Und doch haben Sie gesehen, aber Sie haben nicht beobachtet. Genau, das ist der Punkt. Ich hingegen weiß, dass es 17 Stufen sind, weil ich sowohl sehe als auch beobachte. Und jetzt bin ich schon sehr auf jene Schriftstück gespannt, das Sie in Ihrer linken Westentasche tragen, in der Ihre Hand in unregelmäßigen Abständen zu verschwinden geruht, um ein kaum hörbares Geräusch hervorzurufen. Nun, ich dachte, das könnte Sie unter Umständen interessieren. Treten Sie ein in eine Welt, die sich hinter der unseren versteckt hält? Vergessen Sie alles, was Ihnen bekannt und selbstverständlich erscheint? Sehen Sie den weltbekannten Illusionisten und Magnetiseur Nyarlathotep aus dem fernen und geheimnisvollen Ägypten? Watson, ich bitte Sie!
Als nächstes wollen Sie mir noch Elfenfotografien verkaufen. Ich wette, Sie haben einen Mann der Wissenschaft, einen Jünger der Ratio und dann sowas. Mein lieber Hund, ich dachte, das Ganze wäre eine hübsche Zerstreuung. Dieser Nilo... Nalo, dieser Ägypter mit dem unaussprechlichen Namen soll tatsächlich sehr überzeugend sein. Ja, für jene einfältigen Gemüter, die daran glauben wollen, selbstverständlich. Nehmen Sie es doch einfach als eine Art Theatervorstellung. Vielleicht als eine kleine Herausforderung, ein wenig hinter die Kulissen seiner Tricks zu blicken. Obwohl, es soll schon ein wenig schaurig sein. 27. November 1916. Das ist ja heute. Richtig. Im neu eröffneten Miskatonic Theater am Piccadilly Circus. Ja. Ein wenig Abwechslung könnte wirklich gut tun. Aber zuvor, es geht gegen 5. Mrs. Hudson soll uns Tee kredenzen, denn gegen gute alte britische Gewohnheiten verblassen sämtliche Illusionen dieser Erde. Gesundheit! Gesundheit! Kein Grund zur Besorgnis, Watson, nur eine leichte Verkühlung. Kein Wunder bei dem Wetter. Ich frage mich, ob sich der Londoner Nebel jemals hebt. Sie hätten eine vernünftige Kopfbedeckung wählen sollen, Ihre Deerstalker-Kappe etwa. Eine Jagdmütze, mein lieber Watson. Mag die Mutter Basker will ihre Daseinsberechtigung haben, aber in einer Stadt wie London und auf dem gesellschaftlichen Parkett sollte ein Gentleman dir allein tunlichst unterlassen. Die gehen ja auch nicht mit ihren Turnschuhen auf die Straße, nein, oder? Nein, natürlich nicht. Na also. Das ist also das neue Mr. Tony Theater. Ziemlich geschmacklos. Dieser neuenglische Pomp soll wohl ein abgestumpftes und sensationshungriges Publikum ansprechen. Wie sehe ich denn da meine Freunde, Literaturkritiker der Times, Humphrey van Weyden? Ah, Mr. Holmes, lange nicht gesehen. Und Mr. Holmes war in letzter Zeit möglicherweise aufgrund seiner Experimente etwas unlässig. Schauen wir Hamish Watson, Doktor der Medizin. Angenehm, Humphrey van Weyden, Journalist. Dr. Watson, ich habe dank Mr. Holmes schon viel Herausragendes von Ihnen gehört. Übrigens, ich weiß, dass es kürzlich in London eingetroffen ist. Und so die Gesellschaft von Mr. Holmes lange in Bären musste. Mr. Van Weyden war fast ein ganzes Jahr lang unterwegs. Nach einem fürchterlichen Schiffsunglück in der Bucht von San Francisco war aufs offene Meer hinausgetrieben, wo ihn die Mannschaft eines auslaufenden Robbenschoners aufnahm, der den gezeichneten Namen Ghost trug. Ich nahm zunächst als Küchengehilfe, später als Steuermann an der Überfahrt ins nördliche Eismeer teil. Während der Rückkehr des Schoners verschlug er sich nach einem weiteren Schiffsunglück. Hier befindet er sich erfreulicherweise immer noch. Eine furchtbare Geschichte. Was mich daran beschäftigt, ist doch, ich sehe, Sie befinden sich in Gesellschaft. Ja, darf ich Sie miteinander bekannt machen? Mrs. Mina Harker, Mr. Edwin Drood, ich freue mich, Ihnen den berühmten beratenden Detektiv Mr. Sherlock Holmes und seinen treuen Gefährten sowie hervorragenden Arzt Dr. John Watson vorstellen zu dürfen. Kriminalfall, den die beiden nicht zu lösen vermochten. Das kaum können Sie gerne weglassen. Mrs. Harker, es ist meine außerordentliche Ehre und ein ebenso gutes Vergnügen, Sie kennenlernen zu dürfen. Das Vergnügen ist ganz meinerseits. Auch ich bin sehr erfreut, Mrs. Harker Ihre Bekanntschaft zu machen. Seltsam, Sie besitzen eine verblüffende Ähnlichkeit. Das kann nicht sein. Mrs. Harker hat einige unheimliche Erfahrungen mit einem Grab. Erfahrungen? An die ich nicht erinnert werden möchte. Sie verzeihen, meine Herren, wenn ich in diesem Fall unbedingte Diskretion und damit ein jähriges Vergessen bevorzuge. Diskretion, meine liebe Mrs. Harker, ist das Mindeste, was Sie von einem Gentleman erwarten dürfen. Und hier, meine Herren, Mr. Drood. Sehr erfreut. Mr. Drood ist kein Mann vieler Worte. Mrs. Harker, besitze ich das Wort in Dingen, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind, Zeit zu geben, Stille rumzulassen, denn während Sie Ihre Geschichte schon zu erzählen vermögen, hat meine möglicherweise noch gar nicht richtig begonnen. Ich muss mich in Geduld üben. Aber unhöflich möchte ich nicht sein.
Guten Abend, mein Herr. Es freut mich, Ihre Bekanntschaft machen zu dürfen. Geduld, mein lieber Mr. Blum, war ein junger Menschenadel. In Wahrheit jedoch, dass du häufig einen als Vorzug verkleideten Form von Hoffnungslosigkeit. Glauben Sie mir, ich weiß, wovon ich spreche. Mr. Blum ist der Neffe des Kantors des kleinen Städtchens Kloster. Sein Vater will nur unbedingt mit einer gewissen Losheit-Waffe ein. Du bist ja schon ein Städtchen. Seit einigen Tagen befindet er sich nur und wartet. Und wartet. Dieser Mr. Drood wirkt auf mich ein wenig, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, unfertig. Vollkommenheit ist der Jugend in den seltensten Fällen gegeben. Nein, nein, der Doktor hat recht, da ist noch etwas anderes. Was soll denn das schon wieder sein? Mr. Holmes, was treiben Sie zu der sinistren Vergnügungen? Es scheint Ihnen in letzter Zeit etwas langweilig geworden zu sein. Oder erwarten Sie etwa einen neuen Fall? Da muss ich Sie leider enttäuschen. Wir, die Londoner Polizeikräfte, haben alles fest im Griff. Inspektor Lestrade! Was für eine beglückende, wenn auch ziemlich einseitige Freude, mir zu begegnen. Wenn sich sogar der schwankende Arm des Gesetzes ins Theater begibt, spricht das wohl für die hervorragende Qualität des zu Erwartenden. Ja, dieser Illusionisten-Hokuspokus schreit geradezu nach Überwachung. Durch einen brillanten kriminalistischen Verstand, damit Recht und Ordnung auch in diesen dunklen Zeiten aufrechterhalten bleiben. Und dann hat man ja mit seltener Trefflichkeit die richtige Uniform aus dem Kostümfundus gezogen. Meine Glückwunsch an die Theaterleitung. Was geht? Wir sollten unsere Plätze einnehmen. Schaffende Herren, ich, Josephine Balsamo, Weltreisende im Auftrag des guten Geschmacks und Advokatin sittlich wertvoller, gediegener und dennoch aufregender Unterhaltung für die gehobenen Stände, darf Sie im Miskatonic Theater auf das Herzlichste begrüßen. Ich habe die überwältigende Ehre und das uferlose Vergnügen, Ihnen einen wahren Meister seines Fachs anzukündigen. Einen auf der ganzen Welt über die Maßen gepriesenen Hypnotiseur und Illusionist. Er hat einen langen Weg aus Ägypten zurückgelegt. Dort, wo die Philachen vor ihm niederknien, wenn sie seiner ansichtig werden, denn er ist aus altem einheimischen Blut und sieht aus wie ein Pharao. Er selbst sagt, er sei aus dem Dunkel vor 27 Jahrhunderten emporgestiegen und habe Botschaften von Orten vernommen, die man nicht auf dieser Welt findet. Die Demonstrationen seiner Fähigkeiten machen seine Zuschauer sprachlos. Sein Ruhm ist grenzenlos. Hochlöbliches und mutiges Publikum, der größte Illusionist des noch jungen 20. Jahrhunderts. Ihr Nachtotep. Er scheint noch an der Übersetzung aus dem Ägyptischen zu arbeiten. Ja, ja. Die meisten Erzählungen, Theaterstücke und kinematografischen Projektionen bauen grundsätzlich auf der Prämisse auf, dass die gewöhnlichen menschlichen Gesetze und Gefühle in dem ungeheuren Kosmos, der uns umgibt, Gültigkeit und Bedeutung besitzen. Diese Prämisse ist falsch. Zum Erlangen des Wesens, wahre Objektivität der Zeit, des Raums oder der Dimension, muss man vergessen, dass derlei Dinge wie organisches Leben, Liebe, Hass, Gut, Böse und alle anderen derartigen Attribute überhaupt existieren. Ach Gott, schon wieder dieses antiklerikale Geschwätz. Was? Ruhe! Es gibt Mittel und Wege, einen Blick hinter diesen Formen zu werfen, die viel für Gott ergeben erachten. Es gibt Welten hinter dieser Welt. Orte, wo die Unendlichkeit mit all ihrer Schönheit und all ihrem Grauen zu schauen ist. Einige wenige werden heute Abend die einmalige Möglichkeit haben, einen Blick hinter diesen Vorhang zu werfen, während ihr Körper entleert zurückbleibt,
wird ihre Seele in Dimensionen und Räume vorstoßen, die ansonsten nur den Toten und Sterbenden vorbehalten sind. Was für ein Unsinn. Ich kann Ihnen nicht widersprechen. Geht doch nach Hause, wenn es euch nicht gefällt. Psst. Denn die Toten am Straß. Nur wir Lebenden. Ihren herum. Und auf diesen Straßen werden wir nun wandeln. Allerdings einen kurzen Augenblick nur, denn alles andere würde sie umbringen oder sie dem Wahnsinn einen heimfallen lassen. Denn eines ist gewiss. Gefährlich ist es sicherlich. Also, wer ist tapfer, nervenstark und wissbegierig genug, sich dieser Herausforderung zu stellen? Ich sehe hier im Saal Menschen, deren Schicksal hier rauf zu mir führen sollten. Mein Gott, ist das pathetisch! Das scheint eine ägyptische Eigenart zu sein. Wo ist die Polizei, wenn man sie mal braucht? Ruhe da hinten! Wohl an! Wir sagen, das Schicksal nimmt nun seinen Lauf. Nehmen Sie diese Spiegel. Schauen Sie hinein und lassen Sie sich durch nichts, ich wiederhole, durch nichts ablenken. Wir werden jetzt eine Wanderung der Seelen vornehmen und in den Spiegel finden Sie einander wieder. Wohlan, das Spiel kann beginnen. Ich bitte, nein, ich fordere äußerste Ruhe. Und gegen dieses Geflöte verliert sogar Ihr Violinspiel an Schalken, Holmes. Versuchen Sie mich nicht zum Lachen zu bringen, Watson. Ich habe doch gesagt, dass ich verkühlt bin. Ruhe! Verstecken Sie unsere Kollegen! Spielertrick geht das etwas zu weit. Meine Sitzsache ist auch verschwunden. Das heißt, Mr. Drood. Niemand weiß, dass der andere Friede der Abenteuer und Stadt. Schaffen Sie mir den ägyptischen Schadetrag herbei. Stehen bleiben Sie. Sie fahren auf Sie. Ab in die Untersuchungszelle. Lestrade! Wenn Sie nur einen Funkenverstand besitzen, lassen Sie mich hier meine Arbeit tun, bevor Ihr Herde gesetzeshütender Trampeltiere jegliche Spur vernichtet. Hier sind zwei, möglicherweise drei Menschen verschwunden. Nein, Mr. Holmes, wir haben alles fest im Griff. Und Sie stehen uns gefälligst nicht im Weg herum. Da haben Sie noch nie zwei kaputte Spiegel gesehen. Nein, hier ist noch einer, ein Taschenspiegel. Sie sehen, einem geschulten Polizistenauge entgeht nichts. Watson, ich denke, wir haben einen Fall.
Sie haben schon Wisch. Und rühren Sie um Himmels Willen nichts an. Watson, wir haben einen Fall. Sie meinen den gestern... Ja, einerseits. Andererseits... Nicht berühren. Da ich es nicht hierher gelegt habe, ebenso wenig wie Sie mich annehmen, und ich gestern Nacht die Tür von innen verriegelt habe, ist es vorläufig zumindest ein Rätsel, wie dieses Paket hierher gelangt ist. Was fällt Ihnen auf? Das Papier ist alt und vergilbt. Staub hat sich darauf abgesenkt. Und es ist von Schnüren umwickelt. Hier ist eine Briefmarke angebracht und Ihre Londoner Adresse hingekritzelt worden. Sonst kann ich nichts erkennen. Erstens. Auf einer Zentimeter dicken Staubschicht befindet sich kein einziger Fingerabdruck, so als ob dieses Paket bereits unberührt seit Jahren hier liegen würde. Dafür spricht auch das verfilzte Papier, das offensichtlich regelmäßig der Morgensonne ausgesetzt war. Zweitens haben wir es hier mit verblasster Tinte zu tun, sowie mit einer am 20. April 1912 in London abgestempelten Briefmarke. 1912, vor 4 Jahren. Ganz genau. Dieses Paket ist etwa 4,5 Jahre alt und liegt offensichtlich ebenso lange hier auf diesem Tisch. Das ist völlig absurd, Holmes. Watson, Sie wissen... Wenn man das Unmögliche ausschließt, muss das, was übrig bleibt, so unwahrscheinlich es auch sein mag, die Wahrheit sein. Das Spiel kann beginnen. Das kann doch nicht Ihr Ernst sein, Holmes. Manchmal denke ich wirklich, herausragender Intellekt hat doch in immer wiederkehrenden Missbrauch verschiedenster Substanzen schwer gelitten. Ich sage Ihnen das als Arzt und Freund. Wollen Sie wissen, wie die Wirklichkeit aussieht? Etwa dergestalt, einer meiner Patienten hat eine schwere Lungenentzündung, weil seine Gattin im Zwang zum Rauchen vor die Tür zu gehen. Bei diesem Novemberwetter. Das ist die Realität, Holmes. Ein unbedeutender Einzelfall. Nachgerade ein besonders dummer noch dazu. Kein aufrechter Brite wird jemals zum Rauchen vor die Tür gehen. Das wäre der Anfang vom Ende des zivilisierten Abendlandes. Laut Begleitschreiben wurde mir der Inhalt bereits vor 4,5 Jahren auf Kosten der Regierung Ihrer Majestät zugesandt. Das ist auch für die britische Post, zu deren Vorzeugen Geschwindigkeit wohl nicht gerade zählt, eine beachtliche Leistung. ...1897, offenbar ein Erstdruck. Dracula, Dracula, wie auch immer, seltsamer Titel. Als Autor ist ein gewisser Bram Stoker genannt und hier steht in Handschrift Mr. Sherlock Holmes, Baker Street 221b, London. Hier ist eine Widmung. Mein lieber Sherlock Holmes. Weder weiß ich, welcher Tag heute tatsächlich ist, noch wo ich mich befinde, außer dass es sich wohl immer noch um London handelt. Meine angeblichen Freunde, von denen ich jedoch keinen einzigen kenne, sprechen mich mit einem Namen an, den ich noch nie gehört habe. Es scheint sich um einen Zirkel von Okkultisten zu handeln, der mir offenbar einzureden versucht, ich sei jemand anderer. Und sie sind dabei, es zu schaffen, denn was ich erblickte, als ich mich für einen kurzen Moment in einem Spiegel betrachtete, lässt mich schon langsam an meinem Verstand zweifeln. Beinahe noch merkwürdiger ist die Existenz dieses Buches. Wie hat all das, was ich erlebt habe, seinen Weg in dieses Buch gefunden? Ebenso zerrt das ständige Wetterleuchten, das offensichtlich nur ich sehe, an meinen Nerven. Dinge verschwinden darin und tauchen nicht wieder auf. Doch wenn meine Vermutung stimmt, findet möglicherweise das an Sie adressierte Buch seinen Weg zu Ihnen. Hochachtungsvoll, Mina Harker. Holmes, die Widmung ist datiert mit 27. November 1916, also gestern. Aber die blasse Tinte, in der sie geschrieben wurde, ist mindestens 4 Jahre alt. Genauso wie das vergilbte Papier und die Briefmarke samt Poststempel. Aber das ist völlig verrückt, Holmes. Aber das Verrückteste, Watson, kommt noch. Diese Handschrift ist nie und nimmer die Handschrift einer Frau. Kommen Sie rein, Mrs. Hudson, nachdem Sie die letzten 4 Stufen erklommen haben. Mr. Holmes, dieses Kuvert fand ich im Vorzimmer auf dem Fußboden liegend. Der Briefträger, dieser Faulpelz, dürfte es wieder mal hinter der Tür durchgeschoben haben. Es ist aus den Vereinigten Staaten. Und wieder mit einer dicken Staubschicht bedeckt.
Eine dicke Staubschicht in meinem Haus. Watson, lassen Sie diese anzüglichen Bemerkungen. Das mit der Staubschicht hat der gute Doktor nicht so gemeint, wie es möglicherweise den Anschein hat. Vielen Dank, meine liebe Mrs. Hassan. Sie dürfen nun wieder gehen. Es befindet sich ein weiteres, kleineres Kuvert sowie ein Begleitschreiben drinnen. Das Papier des äußeren Kuverts sowie des Begleitbriefes ist von minderwertiger Qualität, zumindest für amerikanische Amtsstufen hergestellt wird. Jedoch ist es diesmal eindeutig nicht vergilbt oder verstaubt und mit einer sauberen Handschrift versehen. Das Ganze stammt von einem gewissen John Zinke aus Kalifornien, seines Zeichens Vorstand der Zentralen Postverwaltung hier in Ellen. Was ist los, Watson? Wollen Sie nicht lesen? Sehr geehrter Mr. Holmes, heute Morgen wurde ein an Sie adressiertes Kuvert zufällig von Männern der Straßenreinigung entdeckt, welches sich in einem Baum des Glen Allen Parks verfangen hatte. Da wir dem Absender des Schreibens einen gewissen Jack London nicht ausfindig machen konnten, entschloss sich der Vorstand der Zentralen Postverwaltung kurzerhand, ihn in diesem Brief herbeigekosten zuzustellen. Wir hoffen, ihm mit dieser großzügigen Geste gedient zu haben und verbleiben hochachtungsvoll. John Sinclair, Postverwaltung Glen Allen, 23. November 1916. Bornierte Affen, diese Amerikaner. Ja, ja, es ist ein Kreuz mit den ehemaligen Kolonien. Hervorragende Papierqualität. Dürfte allerdings tatsächlich einige Zeit im Freien gelegen sein. Hier ist der Abdruck eines Blattes. Ich tippe auf Eiche. Und hier unten ein kleiner schwarz-blauer Fleck. Brombeere, wenn ich mich nicht irre. Jack London, Jack London. Jack London, ich bin Jack London, mein Name ist London. London, Jack London, London, Jack London. Jack London, Watson, kennen Sie einen Mann dieses Namens? Nein. Aber wie kann jemand London heißen und in Kalifornien leben? Lassen Sie diese müden Scherze, Watson. Handgeschöpftes Büttenpapier. Amerikanischer Schriftsteller mit Traditionsbewusstsein. Lesen Sie. Mein lieber Mr. Holmes, mein lieber Dr. Watson. Ich weiß nicht, ob Sie dieses Schreiben jemals erhalten werden. Falls doch, bitte ich innigst, mir zu glauben. Angeblich ist mein Name Jack London. Man sagt, ich sei Schriftsteller und habe einige vortreffliche Romane verfasst, wie Der Seewolf. In Wahrheit bin ich jemand anders. Doch mein bisheriges Leben, das ich zu führen geglaubt habe, ist so verwischt wie Kreide auf einer nassen Schultafel. Tatsache ist, dass ich Sie und seit kurzem auch Dr. Watson gut kenne. Gestern sahen wir einander das letzte Mal im Miskatonic Theatre in London bei der Vorführung des Illusionisten Nyarlathotep. Das letzte, woran ich mich an diesem Abend erinnere, ist jenes karmesinfarbene Wetterleuchten, das mich vollends eingeschlossen hatte, als alles außer Kontrolle geriet. Nun befinde ich mich im Arbeitszimmer von Jack London. Und wieder ist jenes heiße, rote Wetterleuchten aufgetaucht, das sich einem Strudel gleich inmitten des Zimmers dreht. Gegenstände, die ich hineinwerfe, wie Federkiele, Tintenfässer oder Brieföffner, verschwinden einfach möglicherweise dorthin, woher ich gekommen bin. Jedenfalls werde ich das an Sie adressierte Schreiben ebenso hineinwerfen. Mit etwas Glück findet der Brief den Weg zu Ihnen. Das ist meine einzige Hoffnung. Denn in dieser Welt, in der ich mich befinde, glaubt mir niemand, dass Sie existieren, Mr. Holmes. Man hält mich für verrückt. Möglicherweise vermögen Sie das Rätsel zu lösen, denn etwas Merkwürdiges ist mit mir geschehen. Seien Sie auf der Hut. Ihr ergebener Humphrey von Weiden, Kalifornien. Man sagte mir, heute sei der 22. November 1916. Ein plumper Scherz, Holmes. Aber von plump kann keine Rede sein, Watson. 22. November 1916. Der Brief wurde also vor genau 6 Tagen verfasst und hat einige Tage gebraucht, um vom kalifornischen Glen Allen seinen Weg über den Ozean zu finden. Doch ist in ihm von einem Ereignis die Rede, das gestern,
am 27. November stattgefunden hat und dessen Zeuge wir waren. Watson, das übersteigt jegliche Erfahrungen, die ich im Zuge meiner Forschungen im Madame Webster Blissement machen durfte. Ja, ja, ihre Kokainlieferantin. Opium, mein lieber Watson, Opium! Wo ist das Opium? Was für Opium? Inspektor Lestrade! Wenn Sie Lust auf Opium haben, darf ich Ihnen die Pepperline Street in Whitechapel empfehlen. Dort soll es gut informierten Kreisen zufolge das Beste geben. Lassen Sie das. Mr. Holmes, Dr. Watson, ohne Umschweife zur Sache. Sie wurden gestern Abend im Miskatonic Theater gesehen, in Begleitung von drei Personen, die kurz darauf vom Erdboden verschwunden sind. Zwei davon sind bis jetzt nicht wieder aufgetaucht. Zwei? Wo ist der dritte? Mr. Van Weyden befindet sich in der St. Patrick's Nervenheilanstalt. Und wen besucht er dort? Niemanden. Was verstecken Sie da hinter Ihrem Rücken? Ein Schreiben. Nichts weiter. Nur ein Brief. Von einem gewissen Mr. London. Von einem gewissen Mr. Jack London? Von einem gewissen Mr. Julius London aus Newport. Er ist Sänger, weshalb fragen Sie? Lassen Sie das meine Sorge sein. Mr. Holmes, ich weiß, Sie führen etwas im Schilde. Und ich werde Sie ganz genau beobachten lassen. Ich fühle mich geschmeichelt. Menschen, die einer gewissen Eitelkeit anhängen, wie ich, stehen gern im Rampenlicht. Auch wenn es sich nur um ein sehr kleines Licht handelt. Doch nun habe ich zu tun. Zu Mrs. Harker und Mr. Drew kann ich Ihnen leider gar nichts sagen. Ihre Arroganz, Holmes, wird Sie eines Tages zu Fall bringen. Auch Sie werden ernst das Wirken einer höheren Kraft in Betracht zu ziehen haben. Das tue ich doch heute schon. Jeden Morgen vor dem Spiegel. Guten Tag, Inspektor. Ach, Inspektor. Was ist eigentlich mit dem Illusionisten? Der ist irgendwie verschwunden. Aber wir haben wichtige Fakten gesammelt. Gesammelt, ja. Die Eichhörnchen-Methode. Sammeln, 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 vergraben, vergraben und am nächsten Tag nicht mehr wissen, wo was liegt. Was? Und zwar direkt aus der Untersuchungszelle. Und diese Madame Balsamo will auch von all dem nichts gewusst haben. Irgendwie tappen wir da ausnahmsweise etwas im Dunkeln. Nun wünsche ich Ihnen baldige Erleuchtung, mein Guter. Woher kennt Lestrade diesen Jack London und was sucht Van Weyden in der Nervenheilanstalt? Langsam, langsam. Es ist doch wohl offensichtlich, dass unser geschätzter Literaturkritiker dort niemanden besucht, sondern selbst als Patient eingeliefert wurde. Ja, nicht, dass mir diese Gedanke nicht auch schon kam, Holmes, aber das alles erscheint mir letztendlich völlig unmöglich. Watson, ich fürchte, wir haben nicht mehr viel Zeit. Kleiden Sie sich um Himmels Willen an und begeben Sie sich auf die Straße. Erkundigen Sie sich nach diesem Jack London. Holen Sie alle Informationen ein, die Sie über ihn kriegen können. Und auch über diesen Bram Stoker und noch etwas. Opium? Ja, nein, schauen Sie, bei Bloomsbury ist vorbei und besorgen Sie sich eine Ausgabe von diesem Seewolf. Und beeilen Sie sich um Himmels Willen. Wir treffen uns in einer Stunde im St. Patrick's. So sagen wir in eineinhalb. Ich muss noch einen Sprung zu Webley und Scott. Dort wartet mein alter Armeerevolver auf mich, den ich zur Reparatur dort gelassen hatte. Sie wissen doch, wie sehr ich an dem hässlichen Ding hänge. Tun Sie das, alter Knabe. Aber nun gehen Sie. Meinetwegen mit Gott, aber gehen Sie. Und Sie? Ich werde wieder ein wenig Violine spielen. Und das wollen Sie ganz bestimmt nicht hören. So manche Seele findet ihren Weg von den Schlachtfeldern nicht wieder zurück. Manche gleichen mir an die Schoßhülsen, wenn sie herkommen. Was für eine gelungene, poetisch-tragische Formulierung, mein lieber Mr. Wagner. An Ihnen ist ein Dichter verloren gegangen. Vielen Dank, meine Herren. Ich darf mich nun verabschieden. Auch nicht auf die Pflicht. Selbstverständlich. Was haben Sie aus Stoker und anderen herausgefunden? Wir haben gar nichts herausgefunden. Niemand will die beiden kennen. Ich bin überall nur fragende Gesichter gestoßen, als
hätten sie nie existiert. Und die Bücher? Niemand kennt sie. Nicht einmal Nigel Bennett, der Entschuldigung, das sind etwas heißen, der kennt jeden Fetzen Papier, der jemals bedruckt und auch nur geschrieben wurde. Interessant. Ah, mein lieber Herr Kollege, ich bin etwas zugelegt, richtig? Mein Name ist Dr. West. Ich leite hier diese Anstalt. Holmes, Sherlock Holmes. Berater der Journalist der London Times. Mr. Holmes, ich bin außerordentlich erfreut, Sie zu sehen. Womit kann ich Ihnen dienen? Aber bitte setzen Sie sich doch. Sie haben einen äußerst interessanten Schädel, Mr. Holmes. Schon einmal daran gedacht, in der Wissenschaft zur Verfügung zu stellen? Posthum, versteht sich. Noch nicht ernsthaft, nein. Wir würden eigentlich gerne über einen anderen Kopf sprechen. Vor allem über dessen Inhalt. Der Spartenredakteur der London Times hat uns gebeten, ein paar Wörter mit Mr. Van Weyden zu sprechen, in der Hoffnung, dass dieser wieder bei Besinnung ist, da die Redaktion schließlich einen Bericht von ihm erwartet. Der unbedingt morgen früh gedruckt werden muss. Gentlemen, ich muss Sie leider enttäuschen. Mr. Humphrey Van Weyden ist zurzeit leider unpässlich. Ist er krank? Krank ist stark untertrieben. Er braucht absolute Ruhe. Der Schock über jene absurde Darbietung im Miskatonic Theater hat seinen Geist derartig verwirrt, dass er sein Gedächtnis verloren hat. Er hält sich für jemand anderen. Möglicherweise für einen gewissen Jack London aus den Vereinigten Staaten. Flauch, wie kommen Sie da drauf? Wir könnten Ihnen vielleicht weiterhelfen. Dazu müssten wir ihn aber kurz sprechen. Unmöglich. Aber ich kann Ihnen die Protokolle der Vernehmung zur Durchsicht anbieten. Wagner! Yes, sir. Die Protokolle der Vernehmung von Mr. Van Weyden. Vielleicht könnten Sie mir auch einmal einen kleinen Gefallen. Du weißt. Humphrey Van Weyden ist gestern, also am Abend des 27. November, nach der Vorstellung des Illusionisten unrasiert, aufgehungert, verschmutzt, geistig verwirrt und laut tobend vor dem Miskatonic Theater auf dem Piccadilly Circus von zwei Sergeants aufgegriffen worden. Zwar konnte er sich ausweisen, bestritt aber, dass dieser Ausweis der richtige wäre und behauptet es strikt, jemand anderer zu sein. In der St. Patrick's Nervenheilanstalt wurde folgende Zeugenaussage von ihm zu Protokoll genommen. Mein Name ist Jack Griffiths London. Ich wurde als uneheliches Kind am 12. Januar 1876 in San Francisco geboren. Nach einer bewegten Jugend und Karrieren als Taschenspieler und Entfesselungskünstler auf Jahrmärkten wurde ich Schriftsteller. Im Alter von 29 Jahren gelang mir mit dem Roman Der Seewolf der internationale Durchbruch. Bis zum heutigen Tag verfasste ich über 50 Bücher, hunderte von Kurzgeschichten und zahllose Artikel zu den unterschiedlichsten Themen. Zuletzt erinnere ich mich an den Morgen des 22. November 1916, als mich während des Frühstücks im Bett ein merkwürdiger karmesinroter Schein in Empfang nahm. Seither irre ich verzweifelt durch Londons Straßen. Weltweiter Durchbruch! Ha! Wer kennt denn diesen Jack London? Vergangene Woche irrt er angeblich in London umher. Was für ein Unfug! Mr. Humphrey Van Weyden wurde vergangenen Montag vor zahllosen Zeugen im Miskatonic Theater bei noch bester Gesundheit gesehen. Gepflegt, rasiert und in bester geistiger Verfassung. Auch wir haben ihn so in Erinnerung. Dem gegenüberstehen diese Protokollaussagen zwar im Widerspruch. Andererseits würden Sie erklären, warum er wenige Stunden später, Montagabend, unrasiert und verwirrt vor dem Theater aufgegriffen wurde. Mr. Holmes, ich bitte Sie, ein Fall von Verwirrung, nichts weiter. Solche Patienten tauchen alle paar Jahre einmal auf. Alle paar Jahre, sagen Sie. Eine Mrs. Mina Harker oder ein Mr. Edwin Drood sind nicht zufällig darunter. Letzterer fiel Ihnen ganz bestimmt auf. Ein junger Mann, dessen Erscheinungsbild man am besten mit unvollkommen beschreibt. Und die Namen sagen mir nichts, aber ich lasse nachforschen. Sie wissen ja, eine Gelegenheit ermöglicht die nächste. Dr. West, ich habe Grund zu der Annahme, dass die Aussage von Mr. Van Weyden über diesen Jack London möglicherweise der Wahrheit entspricht. Dazu müssen wir ihn aber sprechen. Gefallen gegen Gefallen? Also gut. Redner, bringen Sie Mr. Van Weyden aber unter Anwendung sämtlicher Sicherheitsvorkehrungen.
Wir haben ihm ein Medikament verabreicht, weil er die ganze Nacht wie ein Wilder getobt hat. Dennoch sollten wir einen Versuch wagen. Dieser Schädel. Dieser Schädel. Danke, Wegner. Sie können gehen. Er scheint uns nicht zu erkennen. Können Sie mich verstehen, Mr. Landern? Mein Name ist... Ach, mein Name tut nichts zur Sache. Erzählen Sie mir etwas über Buch der Seewolf. Sie kennen es? Aber natürlich kenne ich es. Ein hervorragendes Werk. Der Seewolf war mein wohl ehrgeizigstes Werk. Ich versuche darin, meine Erfahrungen in der Seefahrt mit meinen von Charles Darwin beeinflussten Ideen zu verknüpfen. Mr. Holmes, Ihre Vorgehensweise entspricht nicht den üblichen Gepflogenheiten. Sie bestärken ihn ja in seinem Wahn. Und wer zum Teufel ist denn dieser da? Erzählen Sie mir mehr über den Inhalt! Wolf Larsen ist die Hauptfigur in dem Roman. Ein herrschsüchtiger Kapitän. Das ist ein Spieler, der ich erzähle. Humphrey van Weyden, ein junger Literaturkritiker. Bei einem Schiffsunglück in der Bucht von San Francisco. Das ist für mehr hinaus. Aber das ist doch er selbst. Ich bin doch verrückt. Einfach verrückt. Erzählen Sie mir mehr! Kennen Sie etwas über diesen... Bram Stoker erzählen! Holmes? Holmes? Etwa Sherlock Holmes? Bram Stoker! So, dieser Bram Stoker ist ein recht erfolgreicher Autor. Mit seinem Roman Dracula, einer der faszinierendsten Vampirgestalten, der die Literatur geschaffen hat. Ich recht unterrichtet bin, schade im April 1912 in London. Mr. London, gestatten Sie mir eine Frage. Sagt Ihnen der Name Edwin Drood etwas? Sie auch, Dr. Watson! Ich verbiete Watson? Ihnen! Dr. Watson? Drood! Drood! Also, wer auch immer Sie sind, meine Herren, Sie haben einen ausgezeichneten Geschmack für Literatur. Dieser Drood schreibt Bücher! Aber nein, das Geheimnis in Edwin Drood ist leider unvollendet geblieben. Charles Darwin eilt vor Fertigstellung des Romans. Oh, wann ist dieser Charles Dickens gestorben? 78! Im Sommer! Er braucht seine Ruhe! Eine letzte Frage noch. Worum geht es in diesem Buch? Der Kantor von Cloisterham. Er will Drew zur Heirat mit Rosa Bud zwingen. Dr. West, meine Herren, ich glaube nicht, dass ich das noch länger ertrage. Da sehen Sie, was Sie angerichtet haben. Später! Später! Bringen Sie Mr. Van Weyden auf sein Zimmer, aber rasch! Ja, Professor. Sie verlassen sofort meine Klinik. Es wird noch ein Nachspiel haben. Gehen wir nach Hause, Holmes. Ich nehme die Droschke in die Baker Street. Ich fühle mich nicht so besonders, das Wetter. Oh, hinaus, meine Herren! Diese leichte Verkühlung. Man ist ja wirklich nicht mehr der Jüngste. Holmes! Hinaus! Aber für Sie habe ich noch einen kleinen Auftrag, Watson. Raus! Finden Sie heraus, was mit Drood geschehen ist. Holmes! Ja, was ist denn los, Watson? Ich kann meinen Revolver nicht finden. Bei Raymond Scott habe ich ihn eingesteckt und dann hat mich die Droschke schnurstracks hergebracht. Er muss mir gestohlen worden sein. Oh mein Gott, Watson. Und diese Landern gab doch auf Jahrmärkte. Ich meine Herren, es ist mir unerklärlich, aber Mr. Van Weyden hat sich seiner Zwangsjacke entledigt und sich daraufhin erschossen. Mit einem alten Armee-Revolver. Mrs. Hudson war so freundlich, mich einzulassen. Sie meinte, Sie wären hier in Ihrem Sosch, in Ihrer Wohnung anzutreffen, und da dachte ich mir, ich könnte Ihnen bei dieser Gelegenheit auch gleich Ihr Frühstück mitbringen.
Aber wo sind Sie denn verdammt nochmal, Holmes? Jetzt haben Sie mich aber schreckt, Holmes. Beinahe, aber kein Wunder nach dieser Nacht. Guten Morgen, mein lieber Watson. Ich kann Sie gut verstehen. Sich die Nächte in zweifelhaften Kaschemmen am Piccadilly Circus um die Ohren zu schlagen und dann bei strömendem Regen zu Fuß über die Tenterish Metropolitan Station zur Baker Street zu gelangen, was an einer kärglichen, aber offensichtlich ihrer zeitweiligen Trunkenheit geschuldeten Umweg darstellt, sollte man tunlichst jüngeren Menschen überlassen. Ich hoffe, Sünder haben Sie es der kleinen rothaarigen Kellnerin gegenüber nicht an nötigen Respekt mangeln lassen. Holmes, wenn Sie Holmes sind, wer ist dann? Guten Morgen, Herr Kollege. Sie schaffen es immer wieder, mich zu überraschen, Holmes. Ich bin schlichtweg davon ausgegangen, dass Sie sich auf Truths Spuren geheftet und sich deshalb zum Piccadilly Circus begeben haben, da dort schließlich das letzte Mal gesehen wurde. Das rote Haar knapp unterhalb der Brusttasche Ihres Sakkos beweist mir, dass Sie tatsächlich... Ja, wie Sie meinen, Holmes. Die hübsche kleine Sandy. Ja, was macht ihr eigentlich hier? Ein Schädel, mein Lieber, hat mich hergeführt. Jetzt schon? Das erscheint mir doch etwas verfrüht, Herr Kollege, denn mein Freund Mr. Sherlock Holmes erfreut sich bester Gesundheit. Ja, von einer leichten Verkühlung einmal abgesehen. Da können Sie beruhigt sein. Nachdem Sie und die Polizei endlich mein Büro verlassen hatten, begann ein Glöckchen ganz still und leise bezüglich dieses Mr. Drood zu klingen. Wie Sie wissen, halte ich die Form des menschlichen Schädels für äußerst aufschlussreich. Charakter, Vorlieben, Antipathie, all das sagt uns unser Haupt. Und ich vergesse so schnell keinen Schädel, der einmal meine besondere Aufmerksamkeit erregt hat. Ihre werter Herr Kollege, ist zu uninteressant. So glatt, so rund. Ihre Persönlichkeit liegt in Ihrem Bein. Kriegsverletzung, Degenduell. Mein Schimmer verkauft bei Bloomsbury. Sie scheinen verloren zu haben. Die Filiale in Afghanistan. Also doch ein Veteran. Was macht er hier? Dr. West kam noch in der Nacht zu mir, etwas aufgeregt, wie mir schien. Doch glücklicherweise sind Sie im Besitze von Rauchwaren, die dem Leben etwas Leichtigkeit zukommen lassen. Drews, Sie wollten uns eigentlich etwas über Drews erzählen. Ach ja, Drood. Der Name sagte mir vorerst gar nichts. Aber Ihr Hinweis auf die Unvollkommenheit dieser Erscheinung löste in mir etwas aus. Ich erinnerte mich, einen solchen Schädel schon einmal gesehen zu haben, und zwar in den Aufzeichnungen des St. Patrick Mental Hospital. Ich begab mich also ins Archiv und wurde fündig. Im Jahre 1870 wurde ein längst verstorbener, unbekannter Patient aufgenommen. Eine Zeichnung seines Schädels wurde angefertigt, die sofort meine höchste Aufmerksamkeit erregte. Es zeigte das Antlitz eines jungen Mannes, der über eine geradezu beunruhigende... Unfertigkeit? Ja, Unfertigkeit verfügte. So, als ob es nicht fertig wäre. Bezüglich Mr. Harker kann ich nichts feststellen. Was ich bis zu einem gewissen Grade auch erwartet habe. Ja, aber 1870, das kann unmöglich unser Mann sein. Edwin Poole ist gerade mal 25. Genau in den Aufzeichnungen in meinem Archiv. Sie können sich doch an diese Aussagen von Mr. Van Weyden erinnern, über diesen Charles Dickens, der angeblich im Sommer 1870 starb. Ich sehe da ehrlich gesagt keinen Zusammenhang. 1870. Da, hören Sie zu. Verwirrter Mann im Hyde Park aufgegriffen. Der junge Bursche stellte sich als Charles Dickens vor. Er behauptete, er sei ein berühmter Schriftsteller, noch dazu Herausgeber der London Daily News und wohne auf einem Landsitz in Rochester. Nichts davon konnte bestätigt werden. Als der junge Bursche noch behauptete, er wäre bereits 58 Jahre alt, wurde er in eine geschlossene Anstalt eingewiesen, wo er kurze Zeit später an einer schweren Krankheit starb. Hinweise auf die tatsächliche Identität des Mannes sind eine Corona des Leichenschauers zu richten. Die Meldung datiert vom 9. Juni 1870. Und hier sehen Sie eine fotografische Ablichtung. Ja, das kann nicht sein, das ist mehr als eine Ähnlichkeit. Das ist Drood.
Watson, Sie haben es erkannt und auf den Punkt gebracht. Ja, aber wie kann in einer Zeitungsausgabe, die 46 Jahre alt ist, eine Fotografie von Edwin Klug abgebildet sein, wo wir ihn doch gerade erst an diesem Montag höchstpersönlich im Miskatonic Theater kennengelernt haben? Aus demselben Grund, aus dem wir einen glattrasierten, gepflegten und lebensbejahenden Humphrey van Weyden treffen, der wenige Zeit später ausgehungert und bärtig aufgegriffen wird, eigenen Aussagen zufolge 5 Tage durch London getaumelt sei und daraufhin Selbstmord begeht. Und wohl aus demselben Grund, aus dem wir vorgestern abgeschicktes Päckchen von Mina Hake erhalten, das nichtsdestotrotz 4,5 Jahre hier auf diesem Tisch gelegen ist. Und von Weidens Brief aus den USA ganz zu schweigen. Aber das ist völlig unmöglich, Holmes. Watson, ich kann Ihnen da leider noch uneingeschränkt recht geben. Und wo ist Mina Harker? Eine ausgezeichnete Frage. Der ist umgehend nachzugehen, gedenke ich, und ich weiß auch schon wo. Wo? Na wo? In einer Opiumhöhle, wo sonst? Aber wohlan, meine Herren! Frühstückszeit! Es ist angerichtet! Irgendjemand hat einmal gesagt, alles, was wir zu sehen oder zu sein vermeinen, sei nur ein Traum in einem Traum in einem Traum. Ich weiß es nicht. Klarer mein Blick, desto unschärfer das Bild. Überall liegt ein Schleier. Und hebe ich ihn an, so sehe ich 10 weitere Schleier, danach Hunderte, dann Tausende. So viele Möglichkeiten, so viele Träume, so viele Fragen. Erwachen. Untergang. Freude. Leid. Tod. Na, Mr. Holmes, lassen wir wieder mal die Grenzen verschwinden. Grenzen? Welche Grenzen? Grenzen der Wahrnehmung. Vielleicht Orten, die nirgendwo hinführen. Oder überall hin. Oder einfach nur hier wieder. In Irma Webbs Etablissement. Mein Varieté der Träume. Meine Endstation. Endstation? Mr. Holmes. Sherlock. Ich vermisse Ihre gewohnte Schlagfertigkeit. Ihren Humor. Humor? Ist nur ein Kind der Verzweiflung. Das sollten doch gerade Sie wissen, Mrs. Webb. Oder soll ich besser sagen, Mrs. Mina Harker? Gratuliere, Mr. Holmes. Ich habe Sie unterschätzt. Da befinden Sie sich in durchaus guter Gesellschaft. Aber Sie, verehrter Meister, wissen auch nicht alles. Dessen bin ich mir schmerzlich bewusst. Aber ich arbeite daran, diesen unverzeihlichen Zustand zu ändern. Vielleicht sind Sie so freundlich, ich
diesbezüglich ein wenig zu unterstützen? Ich könnte Ihnen eine Geschichte erzählen. Ich bitte darum. Es ist die Geschichte von Mina Harker, von Irma Webb und zugleich die Geschichte eines Mannes, ohne den beide nie das Licht der Welt erblickt hätten. Abraham Bram Stoker wurde am 8. November 1847 in Clontarf nahe Dublin geboren. Er schrieb einen Roman, Dracula, der neben einem Grafen aus Transsilvanien mit der unangenehmen Eigenschaft, menschliches Blut zu trinken, auch von Jonathan und Wilhelmina Mina Harker handelt. Die Figuren waren natürlich samt und sonders eine Erfindung von Stoker, doch er begab sich gerne in Kreise, die dem Mesmerismus und Okkultismus huldigten. Wir alle hatten das Bedürfnis, hinter die Kulissen der Welt zu blicken, uns aus unseren Tunnen der scheinbaren Wirklichkeit zu erheben, um uns endlich zu wahrer Größe aufzurichten. Eines Tages, es war der 20. April 1912, Stoker wollte sich gerade zu seinem Mittagessen begeben, wurde eines unerklärlichen karmesinroten Flackerns in seinem Arbeitszimmer gewahr, das ihn binnen Bruchteilen von Sekunden völlig umfangen hatte. Er verlor augenblicklich das Bewusstsein und am selben Tag, zur selben Uhrzeit, hier in dieser, ihrer Welt, im Körper von Mina Harker zu erwachen. Sie? Hätte ich nie die Möglichkeit anderer Welten in Betracht gezogen. Vielleicht so vieler Welten, wie es Möglichkeiten gibt, wäre ich wahrscheinlich verrückt geworden. Zu Beginn hoffte ich aus diesem Traum, denn um einen solchen musste es sich ja handeln, wieder aufzuwachen. Doch es war... Es ist kein Traum. Nun, auch hier musste ich von etwas leben. Ich änderte also meinen Namen in Irma Webb, richtete mich hier an diesen Ort, dieser Kathedrale der Berauschung, häuslich ein. Sie wollten mir doch nicht sagen, Sie wären... Bram Stoker. Doch, Mr. Holmes. Oder Irma Webb. Und im Grunde auch Mina Harker. Vielleicht befindet sich der Geist von Mrs. Harker jetzt in Bram Stokers Körper. Obgleich, dieser Körper war schon ziemlich verbraucht. Sein Tod nur noch eine Frage der Zeit. Und dennoch, was gebe ich dafür zurückzukehren? Das ist alles unvorstellbar. Ich bin eben erst aus einem langen Traum der Selbsttäuschung erwacht. Das ist eine Möglichkeit. Vielleicht waren Sie aber auch wach, Mr. Holmes. Und jetzt, Sherlock, träumen Sie. Dann gestatten Sie mir, dass ich Sie aufwecke. Watson, ich habe Sie gar nicht kommen hören. Holmes, Sie waren so sehr in Ihre für sich völlig ungewohnten Selbstzweifel vertieft, dass ich mir nicht einmal Mühe geben musste, sondern nicht leise zu sein. Wie lange sind Sie denn schon hier? Lange genug, um die Quintessenz Ihres Gesprächs mit anzuhören. Mrs. Harker oder Mrs. Depp? Ich freue mich, Sie lebend und gesund wiederzusehen. Verzeihen Sie, kennen wir einander? Vor 3 Tagen wurden wir einander im Miskatonic Theater vorgestellt. Sie verschwanden. Das muss ein Irrtum sein. Ich gehe seit etwas mehr als 4 Jahren nicht mehr ins Theater. Da muss ich Sie leider etwas korrigieren, meine Liebe. Wir alle trafen uns vor 3 Tagen, am 27. November 1916 im Miskatonic Theater. Sie, Watson, ich, dazu die Herren Drude und Van Weyden. Irgendetwas scheint mit dem Gefüge aus Raum und Zeit nicht mehr zu stimmen. Mr. Drude ist nach einer 46 Jahre alten Zeitung abgebildet. Mr. Van Weyden wird wenige Zeit, nachdem wir ihn gesund und munter treffen, verwirrt und ausgehungert aufgegriffen und Sie waren offensichtlich nicht einmal im Theater anwesend. Obwohl Dr. Watson und ich schwören können, Sie gesehen zu haben. Ich weiß selber gut genug, wie das alles klingt. Und es hat nichts mit den Waren zu tun, mit denen in diesem Etablissement gehandelt wird. Holmes,
Sie ahnen gar nicht, wie lange ich darauf gewartet habe, Sie endlich einmal in einer Situation vorzufinden, in der Sie nicht auf sämtliche Fragen umfassende Antworten aus dem Ärmel zu schütteln belieben. Wir sollten uns unseren nächsten Schritt überlegen. Denn der Boden, den dieser Ort atmet, macht mich nämlich im Gegensatz zu Ihnen beiden gelinde gesagt unendlich nervös. Nun, Mrs. Webb, sehen Sie nach einem anderen Körper? Sie, alter Knabe, sehnen sich nach Ortswechsel. Und ich hege die unstillbare Sehnsucht nach Aufklärung und Erleuchtung. Da bleibt nur eins, wir gehen. Und wohin diesmal, Holmes? Na, wohin schon, ins Theater. Abgesagt. Zweitens, der Illusionist ist ja auch nicht mehr aufgetaucht. Und drittens, Holmes, und das ist nicht unerheblich, einen Moment. Und drittens ist es weit nach Mitternacht. Also, was haben Sie erwartet? Ja, meine Herren, was erwarten Sie hier? Lassen Sie es uns anders formulieren. Was erwartet uns hier? Ich bin sicher, in diesem Theater einige Antworten zu finden. Das sind also die Bretter, die die Welt bedeuten. Stellt sich nur die berechtigte Frage, welche Welt? Sie lernen schnell, Mr. Holmes. Ich glaube, es hat mich erwischt. Dennoch sollten wir unsere Lautstärke im Zaum halten, auch wenn dieser Ort von alten Geistern verlassen zu sein scheint. Wir wissen nicht, wer oder was sich hier im Schutze der Dunkelheit herumtreibt. Denken Sie, dass wir auf den letzten Akt zusteuern, Holmes? Ich bin sogar sicher, dass wir uns bereits mittendrin befinden, alter Knabe. Mit allen Konsequenzen? Ja, Mrs. Webb, mit allen. Und wie sollen die aussehen, Holmes? Das kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, mein lieber Watson. Aber vielleicht können Sie es uns sagen, Mr. Nyarlathotep. Sagen Sie uns doch, wie dieses Stück enden wird. Als Komödie? Als Tragödie? Oder einfach nur als romantisches Schauerstück, das ein wenig Abwechslung in unseren grauen Alltag bringt? Und vor allem sagen Sie uns, wie es begonnen hat! Ahnungslose und unschuldige Kinder der Nacht. Wenn sie sprechen, welch süße Melodie sie doch machen. Ihnen habe ich also mein Schicksal zu verdanken. Aber nein, Mrs. Webb, oder soll ich sagen, Mrs. Stoke? Ihr Schicksal haben Sie schon selbst zu verantworten. Sie haben es aufgeschrieben und es bleibt nichts ohne Folgen. Auch wenn es sich nur um die Idee einer Figur in einer Erzählung handelt. Ich habe da nur ein bisschen mitgespielt. Sie haben uns also erwartet. Selbstverständlich. Das Entkommen von der Polizei war ein leichtes. Polizisten sind überall und in allen Welten gleich. Sie blicken mit Sicherheit dorthin, wo es nichts zu sehen gibt. Und hinter ihrem Rücken mögen die vier apokalyptischen Reiter ein Picknick abhalten. Sie werden es nicht begreifen. Und dann habe ich Sie beobachtet. Ich wusste über jeden ihrer Schritte Bescheid. Und so sehr es mich freut, beobachtet zu werden, noch lieber beobachte ich. Ein ausgesprochen mieser Charakter. Aber was macht denn Ihr Freund Holmes so viel anderes? Er ist doch auch nur ein Stichwortgeber, um die Handlung voranzutreiben, um zum krönenden Abschluss ein Ass aus dem Ärmel zu holen. So wie der Illusionist, das Kaninchen aus dem Hut. Und falls Sie es noch nicht bemerkt haben sollten, Dr. Watson, Sie sind es doch, mit dem sich das Publikum identifiziert. Ihren Schwächen, Verletzungen und kleinen Fehlleistungen. Das Publikum? Ja. Es ist immer da, auch wenn Sie es nicht sehen. Als Stichwortgeber möchte ich gerne den Faden wieder aufnehmen. Fragen Sie, Sie haben mich gefunden, Sie hegen sicher einen ganz bestimmten Verdacht. Mrs. Webb brachte ja schon ein gewisses Licht ins Dunkel. Obwohl es sich in diesem speziellen Fall wohl umgekehrt verhält.
Ich habe eine Ahnung von Dunkelheit an Orten, die ich für hell und eindeutig hielt. Was hat es mit den Tagen auf sich, an denen Leute wieder aufgetaucht sind, die erst später verschwunden sind? Das ist doch ein Paradoxon! Nachdem ich in den Unumwunden recht, machen wir es kurz. Am 9. Juni 1870 verstarb der Schriftsteller Charles Dickens sein unvollendetes Romanmanuskript, weil er den Tod zurückließ. Am 20. April 1912 segnete Bram Stoker das Zeitliche, der einige Jahre zuvor den Vampirroman Dracula veröffentlicht hatte, in dem Mina Harker eine wesentliche Rolle spielt. Am 22. November 1916 wiederum verschied der Autor Jack London, der seine Abenteuererziehung der Seewald aus der Sicht des sensiblen Schöngeistes Humphrey von Weiden geschildert hat. Alle drei tauschten ihre Seele am Tag ihres Ablebens mit einer ihrer Figuren. Bemerkenswerterweise kam Stoker am besten damit zur Rande. Kompliment, Mrs. Fairfax. Weshalb ausgerechnet der jeweilige Todestag, warum nicht irgendwann, zu irgendeinem anderen Zeitpunkt? Ich sagte an jenem Abend bereits, wir würden die Straßen der Toten besuchen. Glauben Sie ernsthaft, da gäbe es so viele Möglichkeiten? Was wissen Sie über den Tod? Was wollen Sie denn hören? Dass Sie in ein helles Licht hineingehen, mit dem gleichsam verschmelzen? Vergessen Sie, da ist nur Dunkelheit. Endlose Dunkelheit. Warum tun Sie das? Warum ich dieses Spiel spiele? Warum ich Menschen und Ideen vertausche? Warum? Sie sind zwar unsterblich, Holmes, aber Sie sind ein furchtbar altmodischer Mensch. Wir schreiben das Jahr 1916 und da draußen tobt ein Krieg, hier wie dort, und das ist erst der Anfang. Glauben Sie mir, es gibt kein Warum mehr. Die einzige statthafte Antwort ist, weil ich es kann. Das klingt, als hätten Sie bereits langjährige Erfahrung darin. Natürlich. Oder glauben Sie allen Ernstes, dass Heinrich von Kleist, Ernest Hemingway, Virginia Woolf ohne mein bescheidenes Zutun den Verstand verloren hat und daraufhin Selbstmord begangen? Wer bitte schön ist Virginia Woolf? Eine Rückkehr. Ist die für mich noch möglich? Tut mir leid, davon steht nichts in meinem Skript. Ihr Bühnenreifer Pathos in allen Ehren, aber ich kann mir nicht helfen, das alles erscheint mir doch ein klein wenig unrealistisch. Realismus? Sie wollen Realismus, die hohe Kunst, die Natur aus der Froschperspektive zu betrachten? Hier haben Sie Realismus! Mr. Holmes, jetzt habe ich Sie auf frischer Tat ertappt. Ein Einbruch ins Theater, um ein Schäferstündchen abzuhalten. Sie haben keine Ahnung, was Sie reden, Lestrade. Nur Ihre immerwährende Unkenntnis entschuldigt Ihre aneinandergereihten Irrtümer. Sie kommen mir irgendwie bekannt vor. Gesellschaftlich wohl eher nicht. Sie dürfen aber gerne Mr. Stoker zu ihr sagen. Mr. Holmes, musste das sein? Mir seltsam an die Vorwitze heute auch nicht mehr hätten, Holmes. Das will ich gar nicht einmal abstreiten, Lestrade. Mr. Holmes? Es sieht so aus, als würden wir noch einige Zeit miteinander verbringen. Ja, das ist wirklich. Sehr viel Zeit. Eine kleine Ewigkeit. Sehen Sie nach, ob etwas gestohlen wurde. Ja! Watson. Wie bitte? Vergessen Sie es. Oh, Lestrade, ein Spiegel. Nun garantiert ungefährlich. Sie sollten aus Gründen der Ästhetik gelegentlich einen Blick hineinwerfen. Obwohl ich denke, dass bei Ihnen Hopfen und Malz unwiederbringlich verloren sind. Ich kann Sie beide auch verhaften lassen, wenn Sie mich weiter bis aufs Blut reizen. Tun Sie, was Sie nicht lassen können, Lestrade. Ach ja. Eins vielleicht noch. Ich verrate Ihnen jetzt ein Geheimnis. Eigentlich gibt es sie gar nicht. Und dennoch sind sie unsterblich. Aber pst, verraten Sie es nicht weiter.
der 7. Juli 1930. Angeblich bin ich Arthur Conan Doyle. Ich wohne in Sussex, an einem Ort namens Crowborough, in einem Haus, das sich Windlesham Manor nennt, das ich nie zuvor gesehen habe. Man gratuliert mir zum Erfolg meines Buches Der Hund von Baskerville, in dem einige der Ereignisse schriftlich dargelegt wurden, die ich gemeinsam mit meinem Freund Sherlock Holmes erleben durfte. Ein Exemplar davon werde ich gemeinsam mit einem Brief an Holmes in jenes immer wieder aufflammende karmesinrote Leuchten werfen, das offenbar nur ich sehe. Vielleicht erreicht es ja seinen Empfänger. Sir Arthur, Sie wollten bezahlen? Ja, ich werde bezahlen. Für alles. So wie es aussieht, ist heute mein Todestag. Sir Arthur? Glauben Sie mir! Mein Name, mein richtiger Name ist Dr. John Hamish Watson! Ich habe Angst vor der Dunkelheit.